Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und es gibt heute von mir ein Frisuren-Tutorial und zwar zu dieser Frisur. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, entweder, also ich nenne sie gerne Snoop Dogg oder manche nennen sie Boxer-Frisur, manche nennen sie Tumblr-Frisur. Es sind zwei geflochtene Zöpfe. Und ich möchte euch heute zeigen, wie das funktioniert, weil mich einfach so viele von euch danach gefragt haben. Der erste Schritt für die Frisur ist ein Mittelscheitel. Ich habe es auch schon mal mit meinem Seitenscheitel ausprobiert. Jedoch fand ich das nicht ganz so schön, deswegen mache ich mir dann auch einfach einen Mittelscheitel. Dafür nehme ich einfach nur eine Bürste und gehe hier so lang, damit alles schön nach hinten gebürstet ist. Und dann gehe ich einfach von der Nase aus, die ist ja die Mitte des Gesichtes, gehe ich dann so mit meinen Fingern lang, gehe dann nach hinten und teile das dann auf. So, und das sind jetzt meine Haare im Mittelscheitel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sauber geworden ist. Es muss aber auch nicht so hundertprozentig sauber sein. Ich mag das sowieso gerne, wenn so geflochtene Zöpfe nicht so ganz akkurat sind. Also wenn da so ein bisschen was schief ist, so ein bisschen was raushängt und so mag ich das auch ganz gerne. Damit die eine Seite nicht stört, machen wir einfach einen Zopf rein, damit da nicht die Haare aus Versehen irgendwie rausfallen und man die doch mit reingreift oder so. So. Das ist doch eine super Frisur. Und dann fangen wir auch schon an, diesen ersten Zopf zu flechten. Und zwar ist es insgesamt einfach nur ein französischer Zopf. Habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört oder gesehen. Wird bei vielen so Hochsteckfrisuren, aber auch so bei geflochtenen Zöpfen einfach sehr häufig benutzt. Und falls ihr dazu ein extra Tutorial braucht, weil ihr das bei mir jetzt nicht ganz so gut versteht, guckt einfach auf YouTube, da gibt es haufenweise von. Also ich teile mir immer erstmal hier vorne so ein Stück ab und diese teile ich jetzt in drei Teile auf. So, die Teile müssen jetzt ungefähr gleich groß sein und dann fange ich an zu flechten. Und zwar wisst ihr es wahrscheinlich, wie es geht. Man nimmt die äußere und legt die in die Mitte von den anderen beiden. So, und dann nimmt man wieder von der anderen Seite die äußere und legt die in die Mitte von den anderen beiden. Und dann fängt es auch schon an, dass ich auf dieser Seite jetzt will ich ja weiter flechten, aber ich lege die hier hin und nehme mir einfach einen weiteren Teil hinzu. So, soll man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele wirre Haare mit reinbringt. Und lege das wieder in die Mitte von den anderen beiden. Und das mache ich auf der Seite genauso, da ist es so ein bisschen schwerer, weil es halt hier so beim Ansatz liegt. Da nehme ich das dann hinzu. Hier ist die Strähne. Legt die hin. Ihr müsst die auch nicht unbedingt hinlegen, ihr könnt auch einfach was dazu nehmen. Ist aber, finde ich, so ein bisschen einfacher. Und wieder rüberlegen. Hier in der Mitte genau das gleiche. Haare dazu nehmen. Und wieder weiter flechten. Und das machen wir so weiter, bis wir irgendwann unten am Kopf ankommen. Jetzt sind wir hier unten angekommen, wo keine Haare mehr am Kopf sind, die man jetzt weiter mit reinnehmen kann. Da nehme ich immer diese drei Strähnen nach vorne und flechte sie hier vorne dann weiter. Dann sieht man das alles immer ein bisschen besser. Ich habe die irgendwie gerade verwirrt in die Hand genommen. So. Und jetzt flechte ich sie einfach hier vorne nach unten weiter, bis wir unten dann ankommen. Um das jetzt festzumachen, habe ich solche ganz kleinen Feinhaargummis. Die sieht man halt nicht so stark und ich finde, das sieht immer so ein bisschen schöner aus. Diese Haargummis habe ich übrigens in einem holländischen Drogeriemarkt gekauft, aber ich gehe mal davon aus, dass es die auch bei Rossmann oder DM gibt. So, und damit sind wir auch schon mit der ersten Hälfte fertig. Und jetzt ist auch schon die andere Seite dran. Damit machen wir jetzt einfach mal den kompletten Prozess genauso. Ich habe jetzt beide Seiten geflochten, wie ihr sehen könnt, aber es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Und zwar werden die immer so ein bisschen sehr stramm. Und ich persönlich kriege immer sehr schnell Kopfschmerzen, wenn ich so stramme, vor allem geflochtene Zöpfe habe. Deswegen gehe ich jetzt so ein bisschen in meinen Ansatz so rein und ziehe so ein bisschen so die Haare raus. Wisst ihr, was ich meine? So, damit das nicht mehr ganz so fest ist am ganzen Zopf entlang. Auch hier unten nochmal.
Teilweise hängen so ein paar Strähnen raus, das habe ich dann leider übersehen. Also am Ende zusammengefasst, es sind einfach nur zwei französische Zöpfe, die am Kopf geflochten werden. Und das ergibt diese Frisur. Falls ihr denkt, dass es viel zu schwer ist und ihr das nicht schafft, keine Sorge, ihr werdet das schon hinbekommen. Probiert es vielleicht erstmal an euch selbst. Wenn das nicht funktioniert, probiert es an einer anderen Person. Und wenn das nicht funktioniert, dann fragt irgendwie eure Mama oder so, ob sie euch die Haare flechten kann. Weil Mama hatte früher auch französische Zöpfe geflochten. Und ich glaube, eure kann das auch. Die Frisur ist übrigens auch 2 in 1, weil wenn ihr die... Ich trage die meistens so 2 Tage oder so. Ich habe dann immer keine Lust, mir andere Haare zu machen, sondern lasse diese Frisur einfach drin. Und wenn ich die dann öffne, habe ich wunderschöne Wellen. Und dann habe ich noch einen Tag schöne gestylte Haare, ohne dafür großartig was gemacht zu haben. Und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video irgendwie weiterhelfen. Und ihr wisst jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.